komisch. Egal, ich würde sagen, das funktioniert. Wenn, dann müssen wir halt den Gravel mal runter. Das restliche Zeug geht ja weiter. Oder wird er im Hopper weiter geliefert, bis der voll ist, der Hopper. Ist es egal. So, wir haben jetzt Aufgaben. Das erste ist das hier. Dass das endlich mal eine schöne, richtige Werkstatt wird. Diese Aufgabe wollen wir doch auch erledigen. Das heißt, wir haben Äpfel. Wir machen diese Kiste leer. Komplett leer. So. Vielleicht lasse ich die Anlage da unten wirklich immer noch ein bisschen stehen. Weil solange wir keine Fabrik haben, ist es, glaube ich, gerade die beste Idee, die Anlage hier so stehen zu lassen. So, Äpfel und Rubber Sapling und alles können wir rein. Wir könnten rein theoretisch die Sawmill nutzen. Für Holz. Aber, totaler Schmarrn eigentlich. Ich mache jetzt nur die Kisten hier hinten leer. Und würde hier hinten dann, apropos Sommel, die machen wir mal leer, damit die weitermachen kann. Man kann, ich weiß, du bekommst aus, wenn du normales Holz, also nicht jetzt das Rubberwood-Holz hier nimmst, bekommst du Sawdust. Das kannst du zum Compressed Sawdust machen und was weiß ich alles, das weiß ich. Aber was einem das bringt, also ich weiß, du kannst mit Bäumen und RF-Energie und allem drum und dran, kannst du eine komplette Energieversorgung machen. Ohne Reaktor und sowas. Nur über Baum. Und Sawdust und dem ganzen Zeug. Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht. Das hat immer Softeis gemacht und ich habe, oder das hat Softeis immer gemacht gehabt. Und ich habe null Plan, wie das geht. Soweit das hier ist zum Beispiel jetzt auch so eine Sache, die will ich abreißen, weil brauchen wir nicht mehr. Das Rubberwood würde ich gern einfach mal so drin. Das Rubberwood würde ich gern dort einfach mal so reinpacken. Hinten mit, in den Glue Ball und so. Das können wir so nach und nach auch mal reinschmeißen, dann, wenn wir es mal brauchen, wenn wir mal dran denken. Ich glaube, die ist schon wieder fast fertig. Das kommt jetzt erstmal weg, da hinten das. Das ist das Erste, was weg muss eigentlich. Oder was wegkommen soll. Weil die Farm brauchen wir gerade überhaupt nicht mehr. Wir sollten genug Holz haben, um erstmal alles fertig zu bauen. Da kommt eine neue Farm dann hin. Natürlich im deutlich größeren Stil und allem drum und dran. Aber das kann weg. So, wir müssen jetzt eigentlich mal hier so lange draufhauen, bis der Blender leer ist. Ich glaube, es dauert einfach noch zu lang. Okay. Lass uns erstmal das Holz und sowas wegbringen. Ball of Glue, das ist schon echt cool eigentlich. Der hat mir gestern echt den Arsch gerettet. Aber das ist halt das Coole an TechWorld. Du hast für viele Sachen unglaublich viele Crafting-Rezepte. Weil TechWorld halt auch sagt, oder halt das, der Modpack-Macher, kann man Modpack-Macher sagen, sagt. Naja, er muss ja nicht unbedingt jetzt nur das eine, er muss ja nicht unbedingt jedes Modpack sozusagen nutzen. Was ist, wenn er jetzt nur Bock auf das eine hat? Ja, dann müssen wir dem auch die Chance geben, dass er auch nur das eine machen kann. So, das kommt jetzt eigentlich alles mal weg hier. Das brauchen wir gerade nicht alles gar nicht. Oder brauchen wir alles nicht mehr. Deswegen bauen wir das weg. Auch die Farm und alles kommt weg. Weil, wie gesagt, brauchen wir alles nicht mehr. So, tschüss, Planter. Jetzt ist da auch endlich mal Ruhe mit dem Zeug. Jetzt können wir hier auch die Bäume entspannt mal wieder abreißen. Dann fangen wir hier mit dem kleinen Ding schon mal an, weil das geht am schnellsten. Das ist am schnellsten bereinigt. Das Eck hier.
Was halt auch noch kommt, ist na, sag schon. Was halt auch noch kommt, ist eine große fette Farm, die intelligent übers ME und allem drum und dran ist. Intelligent ist hier wieder so. Wir machen mal schnell das kaputt hier. Auch so, ja doch, relativ. Die ist intelligent, ist da glaube ich schon fast das richtige Wort für. Sie ist intelligent in Sachen, sie weiß, oder sie wird das Zeug, was er abbaut, automatisch verarbeiten. Deswegen intelligent. Ich glaube, unser Inventar ist voll. Jo. Wir werden da Baumfarmen bauen. Mit im Grunde jedes Holz, jeden Baum einmal. Über so Harvester auch mit ein bisschen Abstand dazwischen. Ich möchte eine Farm machen, die nur für Essen zum Beispiel da ist. Warum? Weil ich es kann. Nicht, weil wir es brauchen, sondern weil eigentlich hauptsächlich, weil wir können es. Dirt, dafür brauchen wir mal ein bisschen was. Wir haben halt auch noch sehr, sehr, sehr viel Erde. Rubberwood-Setzling und das können wir auch mal wegtun. Deswegen mache ich das. Und es wird halt später sehr krass noch ins ME gehen. Und es wird halt alles wieder übers ME laufen. Deswegen müssen wir da auch mal gucken, dass wir vielleicht das ME nochmal einen Ticken größer machen. Beziehungsweise wird es auch Anlagen geben. Weil wir können uns hier austoben. Wir haben kein Limitbegrenzung oder sonst irgendwas. Wir können uns hier voll austoben. Dass es zum Beispiel eine Anlage gibt, die einfach nur aus den Baumstämmen, egal welche Baumstämme kommen, die eben in Sägewerk packt. Und dann das restliche Zeug draus holt. Was wir rausbekommen. Durch Sägewerk, muss ich auch sagen, kriegen wir halt mehr aus dem Oakwood, statt, ich glaube, statt die normalen 4 Blöcke aus einem Baumstamm, kriegen wir entweder 5 oder 6. Also die Effektivität ist ein bisschen besser. Vom Umwandeln sozusagen. Wenn ich es jetzt mal Umwandeln nennen darf. So. Wichtig, hier will ich jetzt das. Also hier ist jetzt dann endlich mal Schluss. Das war nicht auch so ein Dorn im Auge. Das hier vorne, das mit dem Zuckerrohr. Das wird auch auf eine Farm oder die Kakteen, wird alles auf eine Farm platziert. Da brauchen wir aber keinen Planter, sondern da brauchen wir nur einen Harvester. Weil die ja von alleine wachsen. Ach, da ist noch ein Kabel, deswegen kann ich da nichts hin platzieren. Das ist, weil das alles von alleine wächst, brauchen wir hier nur einen Harvester. Und das ist auch so eine Sache, die sollten wir sogar relativ zeitnah vielleicht mit angehen, weil wir oft Flüssigkeiten machen. Also technisch oder technikmäßig wird die Farm so ein bisschen das nächste sein, was wir bauen werden. Wir reißen gerade Technik ab, aber das ist halt alles meiner Meinung nach jetzt optisch. Dass es hier nicht mehr so Wildwuchs ausschaut und so alles zusammengeschachtelt und zusammengebastelt. Das nervt mich nämlich schon, dass das Zusammengebaute, das Zusammengebastelte, weil du es gerade brauchst für die Technik, nervt mich extrem. Vor allem, weil dieses Mal, also normalerweise stört es mich nicht so komischerweise, oder normalerweise stört es mich eigentlich gar nicht, aber weil wir hier. Meine Attention hinter dem Projekt ja war, wir bauen hier was auf mit Technik-Mods, mit der Technik, aber im Vanilla-Stil. So, ich mache jetzt aber mal einen kurzen Cut. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir mal ein Käffchen gemacht und
Ja, das. Ich habe es einmal regnen hören, Käffchen gemacht, Eddie mal kurz gemacht und so Kleinkram nebenbei. Und in der Zeit hat es einmal geregnet. Okay, man sieht, die Lava Fabricator sind am Produzieren. Sie reichen aus. Sie reichen wirklich vollkommen aus, um das alles zu betreiben, uns mit Lava zu versorgen. Muss ich gerade mal wirklich sagen. Sie produzieren immer so ein bisschen. Ich glaube, das war der große Schwung erstmal, bis alles voll war. Und die restliche Lava-Produktion ist hier rüber. Die ist aber momentan im Stillstand, weil wir keine Nethersteinchen haben. Aber die Lava Fabricator reichen. Und das heißt, der Reaktor reicht auch, weil es ME noch anders. Das hier schaut auch gut aus. Gut, hier ist wieder Gravel drin. Ich habe keine Ahnung, wo das Gravel herkommt. Aber man erkennt, also hier ist auch wieder Gravel drin. Der Ofen ist relativ schnell, aber irgendwie auch nicht. Aber das soll uns mal wirklich egal sein. Also ich kann hier schon noch mal zwei Upgrades reinpacken. Ich denke aber, die werden hier nichts mehr dran ändern. Upgrade. Zwei Stück. Ich denke, da wird sich nichts mehr dran ändern. Das wird eher dran scheitern, dass dass die Hopper zu langsam sind. Ja, schau mal her. Die Hopper sind einfach zu langsam, wenn du es dir so anschaust. Also in dem Moment, wo es reinkommt, ist es eigentlich gleich verarbeitet. Es liegt an den Hoppern. Der Ofen zieht es wunderbar schnell in einem guten Tempo durch. Da kannst du nichts sagen. Es liegt wirklich an den Hoppern, dass sie zu langsam sind. Aber das soll uns wirklich nicht stören, weil die Pulverizer sind meistens langsamer als der Ofen. Und der macht es echt gut. Und hier, man sieht, so viel bleibt hier oben nicht liegen, dass man sagt, oh, auch scheiße, jetzt ist es halt blöd und sondern es geht. Und ich glaube, die Kiste hier oben ist zum Beispiel auch schon fast leer. Die ist sogar schon fast leer. Das heißt, wenn der Hopper weg ist, dann geht's nochmal besser. Und das lassen wir einfach mal weiter vor sich hintümpeln. Das passt schon so. Wobei ich gerade mir so einfällt, jetzt hat gerade, als ich die Kiste gesehen habe, ich hab's ja nicht vergessen gehabt. Nein, nein. Wir haben hier ja noch was. Das ist ja alles noch vom letzten Mal. Also würde ich das jetzt einfach mal hier mit reinschmeißen. Weil es ist wirklich egal. Das kommt, das packen wir hier mit rein. Das lassen wir einmal aufräumen. Dann sollte das hier auch noch. Ich habe so ein bisschen Delay drin. Das soll auch einfach mal hier so weiter brutzeln und laufen. Wenn die Kiste hier leer ist, die haben wir jetzt wieder ein bisschen befüllt mit dem vom letzten Mal noch. Dann passt die Sache schon. Es wird eh automatisch ins ME gegeben, das heißt, es wächst ein bisschen. Wir gucken mal hinter zu den Platten. Die sollten aber, jetzt hat, wir haben 64K-Platten gemacht. Die sollten wirklich, also die 1K-Platten sind alle voll. Jetzt geht's auf die 64K-Platten. Das tut aber nicht weh. Und jetzt kann auch ruhig da unten weiterlaufen. Das tut uns wirklich alles nicht mehr weh. So, die erste optische Aktion haben wir ja schon gemacht. Jetzt müssten wir eigentlich die zweite optische Aktion machen. Aber ich glaube, dafür haben wir einfach noch nicht genug Material. Wenn ich jetzt ein Glas eingebe, haben wir ein bisschen. Diamanten haben wir auch ein paar. Und weil die Queries gerade laufen und mir das relativ egal ist, weil die Queries gerade laufen, mache ich den Stack auf 6. Beziehungsweise doch machen wir das hier. Okay, ein Diamant bleibt übrig. Das ist ja egal, wo wir den mit reinpacken. Und machen hier raus ganz entspannt Diamantstaub. Brauchen gerade keine Diamanten für sonst irgendwas. Zumindest ist mir nicht, ne, ist, habe ich gerade nichts im Kopf, wofür das, wir das brauchen. Das heißt, die nächste optische Aktion wäre dann, wenn das hier soweit fertig ist, hier legen. Das heißt für uns, wir machen jetzt
geben hier ganz normal Cable ein, weil ME-Kabel ist auch ein Kabel. Geben das hier rein, machen FluXDAST, machen sämtlichen FluXDAST, den wir haben und schauen, ob wir genug ME-Kabel bekommen. Natürlich denke ich nicht, dass es genug sind, dass wir hier unser ME schon mal oder unser ME-Kabel-Gedöns schon mal so weit herlegen können, dass wir vielleicht bis zum Reaktor kommen, den endlich ins ME einbinden können, der sich dann anfängt, selbst zu versorgen. Wenn er das nicht macht, sich anfängt, sich selbst zu versorgen. Ich mache jetzt auch extra nur Richtung Reaktor. Hier müssen wir halt dann. Also hier würde es. Stopp, das war doof. Doch, hier kommt das Glasfaserkabel, das läuft dann hier rüber. Und das ME-Kabel lasse ich jetzt. Also eigentlich müsste das ME-Kabel hier laufen. Ist ja egal wo. So. Das ME-Kabel daher. Und von hier weiter? Ne, das lassen wir einfach hier auch. Hier drunter auf der Seite laufen. Reißen wir das hier wieder ab. Das Glasfaserkabel kriege ich schon irgendwo rum. Das kriegen wir schon hin. Daran soll es nicht scheitern. An einem einfachen. So. Läuft das ME-Kabel hier weiter. Ich hoffe einfach. Ups, da hat es mir aus der Hand geklaut. Wir hoffen einfach mal, dass es reicht. Und es schaut halt sehr stark danach aus, dass es reicht. Und dass hier lauter Kühe drin sind. Weil dann können wir unsere Kabelgedöns auch zumachen. Das wäre halt das nächste optische. Endlich das Kabelzeug. Okay, ich hätte das ME-Kabel anscheinend auf der anderen Seite rumlegen lassen müssen. Okay, naja. Ist jetzt so. Die paar Kabel, die ein, zwei Kabel, die wir jetzt hier noch mehr brauchen, die können wir verkraften. Dann können wir das nämlich. Ja. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, es reicht. Ja. Es hängt dran. Das heißt, hier wird jetzt automatisch Plutonium nachgegeben. Der ist auch noch nicht voll. Ich glaube, das wird so nach und nach weitergegeben. Hier, das ist weg. Es reicht. Es hat gereicht. Gut, wir haben jetzt wieder nur noch 12 ME-Kabel, aber es hat gereicht. Das heißt, der Reaktor ab sofort ist hundertprozentig selbstversorgend. Hundertprozentig. Gut, Ylorium haben wir keins. Deswegen kommt da nichts nach. Plutonium haben wir jetzt auch keins mehr. Warum macht er das immer wieder zu? Das heißt, es funktioniert. Es läuft. Das heißt, wir können hier natürlich jetzt auch zumachen, den Boden und allem drum und dran, bis auf Glasfaser. Was uns halt noch fehlt. Das können wir schnell noch rüberlegen, wenn wir genug Diamanten haben. Und natürlich auch genug Sand, aber ich denke, da haben wir jetzt ein bisschen durchs Cobblestone pulverisieren echt uns einen guten Sprung gemacht dadurch. So, das heißt, wir haben hier jetzt soweit alles ready. Hier hinter haben wir die Kreuzung ja auch schon in die Richtung gelegt. Oder? Ja, die ist ja auch schon in die Richtung hier fertig. Zumindest ein Stück. Hier in die Richtung fehlt halt leider noch alles. Und es fehlt
rein theoretisch nur, weil wir gerade kein Ding haben. Ich lege das jetzt einfach hier wieder durch. Hier kommt dann das Glaswasserkabel. Das sollte uns halt auch nicht wehtun. So. Wir haben auch in die Richtung auch keine Leadstone-Kabel gelegt. Die machen wir auch mal. Aber dann ist es wirklich nur noch Glaswasserkabel, was fehlt. Also nicht Leadstone, Redstone, Energy Conduits. Dann sind es wirklich nur noch Glaswasserkabel, die fehlen. Da pulverisieren gerade die Diamanten dafür. Dann können wir echt easy peasy das hier fertig machen. Das Kabel lege ich halt wirklich mal wieder bis vor. Ich weiß halt nicht, was ich hier noch brauche. Deswegen lege ich die Kabel einfach schon mal fertig ran. Soweit. So, und jetzt haben wir keine ME-Kabel mehr, was aber echt nicht schlimm ist, weil wir können dann, also mit Glaswasser, denke ich, kriegen wir den Weg hier hin. Und da ist soweit alles durch. Und dann können wir hier vielleicht auch noch so ein bisschen Ding, Ding, Ding machen. Dann können wir hier zumachen, zuschütten, das ganze Zeug so nach und nach. Dann ist es schon ganz geil. Ist es wirklich schon ganz geil. Der Reaktor hinten kriegt jetzt nach und nach immer mehr Leistung, weil er sich das Jellorium, was jetzt hier zum Beispiel damit ist, das hier und hier ist natürlich nichts drin. Nach und nach, ich glaube, das Gravel kommt von hier mit raus. Okay. Was jetzt nicht schlimm ist. Die Kiste hier ist natürlich auch zum Glück gleich fertig. Dann ist es nach und nach. Wird es fertig. Und das ist meiner Meinung nach gut. Wir nehmen einfach mal Rubberwood wieder mit. Mal 4 Stück für die Sommel. Hier hinten. So, für die Sommel. Chup, 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 chup. Packen das mal hier rein. Chup, 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 chup. Dann sollte er hier noch ein bisschen arbeiten in der Sommel. Mit dem Zeug, wir kriegen noch ein paar Ball of Glues. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die noch alles brauchen kann. Mit Ball of Glues. Kein Plan. Aber wir kriegen sie einfach mal. Und haben dann einfach davon mal ein paar. Das ist auch das erste Mal, wo ich jemals ein Ball of Glue verwende. Weil im anderen hatte ich eine Slime-Insel relativ nah, fast über uns und beim anderen nicht mal so weit weg. Okay. Dann laden wir mal kurz unser Jetpack auf. Laden wir kurz unser ganzes Werkzeug auf. Machen den mal kurz voll hier. Unser Jetpack. Und schauen mal, dass wir vielleicht mit etwas Glück Iridium Drill, wenn wir schon dastehen gerade, machen wir auch mit voll. Upp. Mit etwas Glück. Ja, da, guck, das ist der Hopper unten, der rauszieht und das ME gibt es eigentlich nur so ein bisschen zu langsam. Das restliche Zeug ist nicht mal so lahmarschig, aber wenn du es hier so anschaust, die sind nicht so leer. Oder sie sind nicht so voll. Okay, hier sollte nichts mehr drin sein, aber hier sind unsere pulverisierten Diamanten jetzt drin. Das heißt, wir können ein bisschen Glaswasserkabel machen. Durch die Glaswasserkabel können wir ein bisschen weiterlegen. Bup. Brauchen wir Energarium Dust. Den machen wir einfach mal hier komplett ready. Komplett Energarium Dust. Ich habe meinen Apple weg. Den wollte ich behalten. Meine Äpfelchen. Wir können Glaswasserkabel machen. Oh, Silber. Silber. Wenn es an Silber fehlt, ja, dann können wir doch noch keine Glaswasserkabelchen machen. Ich habe Osmo übrigens gerade gesagt, er soll jeden Bereich sauber machen, bis auf Büro und das eine Wohnzimmer, weil das als ein Bereich hier erkennt.
durch den Spiegelschrank draußen erkennt er nicht so, hey, da ist eine Wand. Okay. Das heißt jetzt für uns, da die Katze die Tür wieder aufgemacht hat, tun wir die mal kurz einen Schluck wieder ran. Wo ist Wien jetzt eigentlich? Ich glaube, sie hat nur mal kurz reingeguckt. Das heißt jetzt aber für uns, dass wir gerade auf das Silber warten, weil ich würde gerne das hier weitermachen. Okay. Wood. Oakwork. Ich nehme einfach mal ein bisschen Holz mit. Stone. Und zwar brauchen wir Steintreppen. Ein paar. Ich brauche Stone Slabs. Ein paar. Und ich nehme mal normalen Cobblestone mit. Ein bisschen. Dann lege ich mir das unten mal alles soweit ready. Dass es soweit hier ist und ich mir mein Dach da oben bauen kann. So. Die Sache ist die, ich wollte für das Dach eine besondere Form haben. So. Ich wollte zwei Stufen machen, also jetzt hier auch so. Zwei Stufen hier. Dann sollte es oder dann müsste hier ein Slab her, denke ich. Oder nein. Nein. Nochmal weg damit. Ich baue das Dach jetzt erstmal immer so ein Stück auf. Und zwar müsste hier ein voller Block eigentlich her. Und an den vollen Block müsste das so kommen. Dann würde hier wieder ein voller ein Ding sein. Was natürlich blöd ist jetzt hat. Das schaut ein bisschen doof aus. Deswegen hier dann Slabs drauf, oder? Genau. Nee, das schaut auch blöd aus. Wie hatte ich denn das Dach damals noch gemacht? Ich habe schon mal ein Dach gebaut und das will ich gerade bauen. Ich denke, das war einfach immer Treppe, Block abwechselnd. Also, Treppe. Ups. Dann würde ein Block kommen. Und dann würde jetzt rein theoretisch hier wieder eine Treppe kommen. Und die Treppe halt dann immer so da dran. Das ist das Dach. Halt auch ein Spitzdach oder halt ein relativ Spitzdach, aber nicht so spitz. Das wäre das Dach, oder? Was ich haben möchte. Denke ich jetzt. Das heißt, hier wäre ein Block. Und dann eine Treppe dran. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen. Und dann hier eine Treppe dran. Das geht halt auch alles eins weiter vor. Das heißt, hier wäre ein Block. Hier wäre eine